Und schon kommen wir zu unserer Chili-Schokoladensoße. Noch ganz wenige Augenblicke, bis wir unser fertiges Dessert genießen können. Zum Abschluss machen wir einen Fächer aus einer herrlich frischen Banane, direkt von den Plantagen Nicaraguas, von deren großen und kleinen Arbeitern. Viele von den kleinen Rackern haben ja keine besonders große Lebenserwartung wegen dem intensiven Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Aber wie man so schön sagt, ein bisschen Schwund ist immer. Vor allem in der Küche. Gell? Aber jetzt Spaß beiseite. Wo ja so wenig Geld da unten hängen bleibt, kann man ja wenigstens ein bisschen loben. Gell? Und während das Ganze auskühlt, machen Sie es wie ich und heben Sie das Glas zum Dank an all jene Menschen auf der anderen Seite der Erde, die mit dem Geld und dem Essen ein wenig zurückstecken, dafür aber die Grundlage schaffen für unser wunderbares Bananencreme-Chili-Schokoladenpastetchen. In diesem Sinne, Prost und guten Appetit und wie ich immer sage, das haben wir uns verdient.